Moin moin Leute und herzlichst willkommen zu einem neuen Projekt. Und zwar Dead Space. Ja, ich wurde von Mad Max gezwungen, Dead Space zu spielen. Wir haben hier schon mal ein bisschen gespielt, so eine knappe Stunde, aber irgendwie war die Aufnahme dann doch Schrott. Und wir spielen jetzt einfach Dead Space, und zwar auf Mittel. Mal gucken, ich nehme jetzt nur ein Part auf, um zu gucken, wie ich das mit dem Sound dann und alles hinbekomme. Dann gucken wir einfach mal, wie das so alles wird, ne? Na, komm. Es ist halt auch schön, wenn geredet wird, dann kann ich mal so ein bisschen nichts sagen. Das ist ganz gut. Auf jeden Fall, wir spielen Dead Space. Wahrscheinlich wird Mad des Öfteren auch mal dabei sein. Da muss ich halt gucken, wie ich das mache. Und alles Mögliche, aber dazu später mehr, ne? Dead Space. USG Kellen unterwegs zum AIG-System. Primäre Besatzungsmitglieder Isaac Clark, Spezialist für Technik und Schiffssysteme. Kendra Daniels, Computerspezialistin und noch irgendwer. Das ging mir zu schnell weg. Ich bin's. Ich wünschte, ich könnte mit dir reden. Es tut mir alles so schrecklich leid. Ich wünschte, ich könnte mit dir reden. Alles bricht zusammen. Es ist kaum zu glauben, was hier vor sich geht. Ist schon seltsam. So ein kleines Ding. Wie oft hast du dir das schon angesehen? Sie scheint dir wirklich zu fehlen. Keine Sorge, wir sind fast da. Und sobald wir an Bord sind, kannst du sicher nach ihr sehen. Hört sich an, als hättet ihr eine Menge nachzuholen. Okay, wir sind da. Orbit wird synchronisiert. Der ganze Ärger wegen dem Felsbrocken. Der Abbau von Rohstoffen im All ist ein lukratives Geschäft, Miss Daniels. Glaubt man den Experten, gibt es auf Aegis 7 massig Gold, Kobalt, Silizium, Osmium. Und wo ist sie jetzt? Ah, da. Wir haben Sichtkontakt. Das ist also die Ishimura. Die USG Ishimura, das größte Abbauschiff seiner Klasse. Und scheinbar waren sie schon fleißig. Warum ist denn alles dunkel? Man sieht nicht ein einziges Licht. Corporal, bringen Sie uns weiter rein und rufen Sie sie. Passen Sie auf das Trümmerfeld auf. Wir sind hier, um Ihr Schiff zu reparieren, nicht unseres. USG Ishimura, hier spricht das Notfallteam der USG Kellen in Antwort auf Ihren Notruf. Bitte kommen, Ishimura. Sie müssen das Signal verstärken wegen des Energieproblems. Ja, wissen wir. Signal verstärken. Noch mehr? Ich habe noch nie von einem kompletten Kommunikationsausfall auf einem der Dinger gehört. Bei 1000 Leuten an Bord müsste doch irgendjemand sein Handy nehmen und... Was ist das? Ein defektes Array, wie wir erwartet haben. Ich tippe auf ein Problem mit dem Encoder. Bringen Sie uns da runter, dann kümmere ich mich mit Isaac darum. Dürfte nicht länger dauern als 48 Stunden. Sie haben die Lady gehört. Bringen Sie uns rein, mal sehen, was wir tun können. Gravitationsstrahl aktiviert. Automatisches Undock-Manöver eingeleitet. Gute Scheiße. Sir, die Undock-Brücke. Was ist los? Wir sind ab vom Kurs. Wir haben die Hölle. Fahren Sie die Schilde hoch. Ihr Traktorstrahl ist defekt. Schalten Sie sofort auf manuell um. Sofort abbrechen. Nein! Wir können es reinschaffen. Corporal, das war ein Befehl. Da hat's Bumm gemacht. Sind alle okay? Was zum Henker haben Sie sich dabei gedacht? Wollten Sie uns alle umbringen? Ich hab soeben Ihren Arsch gerettet, Miss Daniels. Hätten wir das Manöver bei der Distanz abgebrochen, wären wir direkt in die Ishimura gekracht. Kommen Sie also wieder runter und dann an die Arbeit. Corporal, erstatten Sie Bericht. Der Portbooster reagiert nicht. Und wir haben den Autopiloten mitsamt Kommunikation verloren. Wird eine Weile dauern, das zu reparieren. Organisieren wir uns noch ein paar Helfer im Besatzungsraum. Halt still, Isaac. Ich synchronisiere gerade alle Rigs mit dem Schiff. Okay, fertig. Alle sind topfit. Also, wir haben immer noch einen Job zu erledigen. Es geht los. So.
So, da wären wir bei Dead Space. Wir sind Isaac Clarke. Und haben einen schönen Helm auf, durch den wir wahrscheinlich alles sehen und... Ja, und wir können rumlaufen und... Genau, und mit... Und wenn wir können rennen, ich spiele das Ganze mit dem Xbox-Controller. Wir können hier... wir können noch gar nichts. Ja, okay. Okay. Dann halt nicht. Sie haben nicht die Verbindung zum Portbooster verloren. Sie haben den Portbooster verloren. Unglaublich. Ich schätze, hier ist nirgendwo mehr Saft. Isaac, gehen Sie darüber und hacken Sie die Türsteuerung. Ja, ja, mache ich ja. Aufgabe hinzugefügt. Ja, ich will Schalte benutzen mit A. Blau ist freigeschaltet und durch Rot können wir nicht durchlaufen. So. Ich muss da lang. Ich weiß jetzt schon ein bisschen, wo ich hin muss. Das ist nicht das Problem. Aber dann ab einer gewissen Stelle ist es auch wieder blind für mich. So, dann gucken wir mal. Ich will das gerne. Sieht aus, als wären Sie ziemlich in Eile gewesen. Hier drin sollte Sicherheitspersonal sein. Ja, sollte, ist aber nicht. Hier ist keine Menschenseele. Ich empfange keinerlei Signale. Die Sicherheitskonsole ist noch aktiv. Isaac, loggen Sie sich ein und sehen Sie nach, was Sie finden kann. Kendra, Sie bringen den Aufzug wieder zum Laufen. Okay. Nicht. Wir haben keinen Saft. Dann leiten Sie die verdammte Energie um. Hören Sie, wenn wir alle zusammenarbeiten, kommen wir schneller hinter diese Sache. Kommen Sie, Isaac. Wir bringen das Computerdisplay online. Will ich ja. Dankeschön. Hier können wir lokalisieren, dann sehen wir, wo wir hin müssen. Dann haben wir noch die Möglichkeit, mit Back auf den Kartenbildschirm zu gucken. So eine, ja, dankeschön. Die können wir drehen. Das ist wirklich so eine Metroid-Karte und Aufgabenbildschirm sehen wir so. Mit dem Missionen, Datenbank und unserem Wetter. Mehr gibt's hier noch nicht. Und dann würde ich sagen, machen wir einfach mal. Na komm, dankeschön. Das sieht nicht gut aus. Sie ist ganz schön ramponiert. Das Monorail-System ist offline. Wird schwierig, sich hier zu bewegen. Die Luft scheint wieder zu zirkulieren. Wäre ja mal ein Anfang. Ich weiß, wo da einer kommt. Die automatische Quarantäne muss ausgelöst worden sein, als das dritte System wieder angesprungen ist. Also ganz locker bleiben. Was war das? Haben Sie das gehört? Ich bin mir nicht sicher. Scheiße, irgendwas ist hier mit uns im Raum. Ach, da ist es. Okay. Wir müssen jetzt laufen. Wir haben noch nichts, also laufen wir. Aua. Und auf Wiedersehen. Geh weg. Geh weg. Haha. Ja, ich kenn's halt jetzt schon ein bisschen. Das ist ein bisschen langweilig. Beim ersten Mal habe ich da schon knapp das halbe Leben verloren. Ja, weil ich halt nicht wusste, was ich machen muss, ne? So, hier dürfen wir jetzt unsere erste Kniftel finden. Dankeschön. Zielmodus, schießen, nachladen. Und wir können jetzt treten und hier schlagen. So. Mit dem Treten können wir das hier alles aufmachen. Da finden wir Medipacks und Credits. Ich weiß. Da finden wir Medipacks und Munition und Credits. Ja, da ist schon was. So, da müssen wir drauf schießen. Wir können das Ganze auch drehen. Zack. Laden direkt mal nach.
Und wir müssen die zerhackstückeln. Das ist wichtig. So. Dann nochmal drauf treten, um sicher zu gehen, sind sie wirklich tot. Dann gucken wir mal, wo wir lang müssen. Müssen da lang. Na, kommt da demnächst wieder was runter. Ich weiß halt auch nicht mehr, wann die Gegner auftauchen, wo die Gegner auftauchen. Hier ist nichts. Boah, hier unten ist... Da müsste gleich einer vorbeilaufen, ne? Ja, dankeschön. So. Dann haben wir... Okay, mit X können wir uns heilen. Wir können auch... Wir finden halt auch Medipacks. Die werden alle in unserem Inventar angezeigt. Das ist auch ein Inventar von wegen... Wir können uns da noch bewegen, also es... Man muss ein bisschen aufpassen, wann man was nimmt. Okay. Hallo? Ach so, nee. Hier sind wir sicher. Das weiß ich noch. Da kommt ein... Oh, hast du mich gerade erschreckt? Mehr was? Was zum Henker sind das für Dinger? Ist das die Crew? Schreien Sie nicht so. Was immer es ist, die sind nicht zum Plaudern hier. Und die Hälfte der Türen ist wegen der Quarantäne verriegelt. Wir müssen jetzt zur Brücke, aber dafür müssen wir erst das Monorail-System reparieren. Sie sind doch irre, Hammond. Sie werden uns alle umbringen. Wenn Sie auf mich hören, werde ich Sie hier rausbringen. Also, was ist jetzt mit der Monorail? Die Platine ist durchgeschmort, aber im Wartungssektor sollten wir Ersatz finden. Der Tunnel wird außerdem von einer defekten Monorail blockiert, die repariert werden muss. Mist, alles ist auf der anderen Seite der Quarantäne, wir kommen nicht hin. Nein, wir nicht, aber Sie. Isaac, wenn ich auf der Brücke bin, sollte ich Zugriff auf die Personalakten haben. Reparieren Sie die Monorail, dann helfe ich Ihnen, Nico zu finden. So, da finden wir noch ein paar Sachen. Ach, ich kann sogar die Aufgaben ändern. Da kann ich drehen, da kann ich vergrößern, alles klar. So genau kenne ich mich auch noch nicht aus. Hier ist auf jeden Fall eine Speicherstation. Das heißt, wir werden jetzt erst einmal speichern und es überschreiben unseren ersten Spielstand. So, dann geht's weiter. Wir haben ja unsere Aufgabe bekommen. Da ist nichts, alles... Okay. Ich höre was. Erst einmal hier drauf. Das Medipack mitnehmen. Und du stehst auf, ne? Hallo. So. Bist du tot? Sieht so aus. Nochmal drauf treten, um sicher zu gehen. Nein, ich wollte eigentlich nicht speichern. Ich wollte mir eigentlich... Ich wollte das hier eigentlich auf... Oh, liegt das jetzt so blöd, dass ich das nicht aufheben kann? Aufheben, dankeschön. So, dann laden wir mal nach. Und ja. Dann gucken wir mal. Wir müssen, glaube ich, da lang, ne? Ja. Hallo. Hm, siehst tot aus, Junge. Seien Sie vorsichtig, Isaac. Es bringt nichts, wenn Sie auf die Körper schießen. Ziehen Sie auf die Gliedmaßen, zerstückeln Sie sie. Das sollte funktionieren. Alles klar. Ey, da ist was. Da liegt Geld. So. Mir macht dieses Geräusch Angst. Wir haben ein Stasi-Modul gefunden. So. Ja, ja, ich weiß. So und dann schießen, ne? Was bist du? Versuch mal das Stasi-Modul, das du gerade aufgehoben hast.
Und dann können wir durchlaufen. So, wunderbar. Dann gucken wir mal. Das braucht auch Energie und mit dem... ich habe gerade geheilt. Ja, ja. Gut, dann gucken wir uns hier noch um. Nehmen das hier mit. Dankeschön. So, hier war... So, wir gucken uns jetzt noch den Raum hier an. Wo müssen wir lang? Wir müssen da durch. Okay, dann gucken wir hier noch. Da ist nämlich noch was. Don't believe the lies. Oh mein Gott. Das ist mir beim ersten Mal Spiel gar nicht aufgefallen. Don't believe the lies. Gut. Das war's mit dem ersten Part. Beim nächsten Mal geht's weiter. Ja, auf jeden Fall, das Spiel, es macht mir unglaublich Spaß. Hätte ich nicht gedacht, es ist wirklich ein sehr schönes Spiel. Ist halt auch schon uralt. Ich sollte übrigens sagen, dass es USK 18 ist, ne? So, am Ende vom ersten Part. Das war's aber für den Part. Ich bin dankbar fürs Zugucken. Und wir sehen uns das nächste Mal bei Let's Play Dead Space. Bis dahin. Ciao, ciao.